Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und ich möchte Ihnen im heutigen Webinar die Prozesskette ein bisschen erklären, vom CAD über das CAM-System ins CNC-Steuerung und da speziell vom 3D-Modell zum fertigen NC-Programm. Viele verwenden ja ein CAM-System, viele verwenden dann auch die Heidenhain-Steuerungen, um die Programme zu fräsen. Und da gebe ich Ihnen jetzt einfach ein paar Tipps und ein bisschen Hintergrundinformationen, was man denn bei dieser Verwendung beachten soll und was die Heidenhain-Steuerungen allgemein an Funktionen hier bieten. Dazu habe ich jetzt eine Präsentation vorbereitet, wo ich Ihnen das Ganze jetzt erklären möchte, auch mit Beispielen und allem. Wenn Sie dazu Fragen haben, bitte ich Sie einfach, das Fragenfenster unten rechts zu nutzen. Ich werde dann am Ende der Präsentation auf die Fragen eingehen und diese dann beantworten. So, wir beginnen mit den verschiedenen Aufgaben. Was macht denn das CAD-Programm? Was macht das CAM-Programm? Was macht die CNC-Steuerung? Das CAD-Programm ist verantwortlich für unser 3D-Modell, also fürs Design. Hier wird die Werkstückkontur abgebildet. Das kann mit verschiedenen Konstruktionsarten geschehen. Also hier wird unser Original erstellt. Das ist schon mal eine Voraussetzung. Ich brauche mal ein 3D-Modell. Anschließend kommen wir zum CAM-Programm. Im CAM-Programm werden dann mit Hilfe von verschiedenen Jobs Bahnen generiert. Meine verwendeten Werkzeuge müssen natürlich auch korrigiert werden, dass mein Originalteil nicht beschädigt wird. Das CAM-Programm zerlegt im Endeffekt mein 3D-Modell, die Kontur des 3D-Modells punktweise in verschiedene oder in einzelne Bahnen. Dann kommen wir zur CNC-Steuerung, die das Ganze natürlich umsetzen muss, das ganze NC-Programm. Da geht es natürlich jetzt sehr stark um die Interpretation vom Programm. Also die Steuerung muss ja das Ganze erstmal nochmal nachrechnen und schauen, was passiert denn in dem Programm, damit sie dann auch mit Bewegungsführung, Toleranzüberwachung auf und Geschwindigkeit dieses Programm in ein sauberes Fräswerkstück umsetzen kann. Mitverantwortlich ist da jetzt natürlich auch die ganze Mechanik der Werkzeugmaschine, also wie die Achsenverfahren, was ich für Antriebe der Achsen habe, wie viel Masse das ich bewegen muss und wie diese ganzen Achsen und Antriebe geregelt sind. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an und beginnen als erstes mit dem CAD-Programm und mit unserem 3D-Modell. Natürlich, Heidenhain liefert keine CAD-Software aus, also da sind wir auf andere Anbieter angewiesen, aber auch hier ist es für den Programmierer eines CAM-Systems interessant, wie es eben zu diesem 3D-Modell kommt. Da gibt es eben verschiedene Beschreibungen, wie ich so ein 3D-Modell erstellen kann. Wir sehen oben rechts dieses Auto, das ist eine Polygonmodellierung, also eine Aneinanderlegung von Dreiecken. Dadurch kann ich sehr gut, sehr charakteristische, sehr scharfkantige Formen ausarbeiten. Allerdings muss ich dabei beachten, dass sich diese Dreiecke immer sauber aneinanderlegen und so, um so beispielsweise eine an einem unsauberen Übergang eine Doppelpunktbelegung zu vermeiden. Also wenn wir uns hier vorstellen, wir sind hier oben auf dem Dach und wenn hier ein Dreieck nicht an das andere anschließt, dann habe ich hier nicht einen Punkt, sondern habe ich dann zwei Punkte. Und das würde wieder auf der Steuerung beim Fräsen einen Vorschubeinbruch bedeuten, weil die Steuerung diese beiden Punkte natürlich anfahren möchte. Dann gibt es die NURBS-Modellierung. Also mit Non-Uniform Rational B-Splines. Das ist eine Möglichkeit, um beispielsweise Flächen, sehr langgezogene große Radienflächen beispielsweise zu modellieren. Das müssen wir uns vorstellen wie ein Tuch. Dieses Tuch ist an verschiedenen Punkten
an einem Bindfaden oder mehreren Bindfäden aufgehängt. Wenn ich jetzt einen Bindfaden verändere, also nach oben ziehe, durch das, dass das Tuch ja zusammenhängt, verändert sich der Verlauf von meiner ganzen Kontur. Und das kann ich eben sehr gut nutzen, um großflächige Flächen zu modellieren. Ist allerdings schwierig, dass ich mit diesen Splines oder mit diesen NURBS-Beschreibungen eine scharfkantige Kante herausmodellieren kann auf dieser Fläche. Und die dritte Beschreibungsmöglichkeit sind die Splines. Mit Splines kann ich einfach mathematische Formen hinterlegen, um beispielsweise Strömungsflächen zu beschreiben. Und das kann ich mit Splines machen. Wenn ich mein 3D-Modell erzeugt habe, muss ich es natürlich abspeichern. Da gibt es jetzt einmal ein DXF-Format. DXF ist für 2D-Zeichnungen gedacht. Das kann ich auch direkt auf der Steuerung verarbeiten, um mir beispielsweise Konturen oder Bearbeitungspositionen mit dem DXF-Konverter auf den Heidenhain-Steuerungen abzugreifen und diese direkt für meine weitere Bearbeitung nutzen kann. Im 3D-Format gibt es dann noch die IGES oder STEP-Dateien. Das ist so, sind so gängige Speicherformate, um aus meinem CAM-Programm, aus meinem CAD-Programm ins CAM-Programm mein 3D-Modell zu übergeben. Wenn ich IGES und STEP verwende, sprechen wir in der Regel von CAD-systemneutralen Formaten. Also das ist jetzt kein eigenes Format, wo von einem CAD-System befüllt wird und einfach wieder ans CAM-System weitergegeben wird. Bei systemneutralen Formaten ist es in der Regel so, dass ich die Konstruktionshistorie verliere und auch die übertragenen Daten in der Regel für Weiterbearbeitung nur bedingt geeignet sind. Also da gibt es eben dann auch Systeme, CAD-Systeme, die direkt aus dem CAD-System des CAM System aufrufen. Das sind dann die CAD-systemspezifischen Formate. Da nehme ich halt die ganze Konstruktionshistorie, also alle Informationen von meinem 3D-Bauteil mit ins CAM-Programm und kann auch direkt im CAM-Programm das Ganze abändern. Da muss ich natürlich schauen, für welche Systeme dass das Ganze verfügbar ist und wie das Ganze auch in meine ganze Firmenkonstruktion, in meine ganze Hierarchie hier mit reinpasst. Der nächste Punkt, die CAM-Programmierung. CAM-Programmierung ist ja jetzt schon eine sehr moderne und sehr beliebte Programmierung. Ich programmiere das Ganze am Computer, kann eben hier mit verschiedenen Jobs von meinem Fertigteil oder von meinem Rohteil zu meinem Fertigteil mit optimierten Werkzeugbahnen das Ganze abarbeiten lassen. Ich kann Freiformflächen sehr schnell bearbeiten, habe verschiedene Strategien zur Verfügung, verschiedene Technologien, um mein Werkzeug möglichst gut ausnutzen zu können. Das Ganze wird dann im CAM-Programm simuliert, damit ich auch sehe, wie sehen die Bahnen aus und wie die daraus entstehende Oberfläche. Bevor ich das Ganze dann auf die NC-Steuerung schicken kann, muss ich ein NC-Programm generieren. Das macht der Postprozessor. Und da ist dann eigentlich das Wichtige, wenn ich mir so einen Postprozessor einrichten lasse, denn dieser Postprozessor ist das Bindeglied von meinem CAM-System zur Maschinensteuerung. Und da sollte ich sehr viel Interesse reinstecken, dass der Postprozessor möglichst gut an meine Bedingungen angepasst wird. Das sind jetzt einfache Punkte, wie zum Beispiel, dass Gliederungen verwendet werden, dass ich Kommentare für Beschreibungen verwende, dass ich Q-Parameter verwende, um beispielsweise Vorschübe zuzuweisen. Also einfach, dass man auch an der Steuerung ein strukturiertes, wenn auch sehr langes Programm bekommt, damit man sich zum Beispiel mit Gliederungen sehr schnell auch in diesem Programm zurechtfindet. Nach dem Postprozessor, nachdem wir dann das NC-Programm erstellt haben, kommen wir zur Steuerung. Und das ist jetzt eigentlich der Part, wo Heidenhain ihr ganzes Know-how mit reinsteckt, und zwar diesen ganzen Teil, die elektronischen Komponenten um die Werkzeugmaschine. Das beginnt natürlich, das Charakteristischste ist immer, was man vorne an der Steuerung sieht, das ist die Steuerungseinheit, das Bedienpanel. Aber Heidenhain liefert nicht nur diese Steuerungseinheit, sondern Heidenhain liefert auch die Umrichter, Motoren, Längenmesssysteme und Winkelmesssysteme. Und dieses ganze Paket ist dafür ausgerichtet, um mit der
Werkzeugmaschine, mit der mechanischen Maschine möglichst genaue und saubere Oberflächen über einen langen Zeitraum hinzubekommen, fräsen zu können. Bei den Steuerungen unterscheiden wir ganz klassisch zwischen Punkt-, Strecken- und Bahnsteuerungen. Da bietet auch Heidenheim das ganze Paket an, also von der Streckensteuerung bis zur 5-Achs-Simultan-Bahnsteuerung ist da alles mit im Angebot. Der Fertigungsprozess sieht so aus. Das ist eben alles, was ich so durchlaufe, wenn ich von meinem 3D-Modell, also wenn ich ein 3D-Modell bekomme und aus dieses 3D-Modell fräsen muss. Dann geht es eben los mit dem CAD-System, dann das CAM-System, dann der Postprozessor, dann kommen wir schon auf die Steuerungstechnik, die Lage- und Sollwertfilterung, das Kinematikmodell, dann die Regelungstechnik, da wo eben die Messsysteme, also die Längenmesstechnik und die Winkelmesstechnik mit reinkommen, dann natürlich auch auf die Maschinenfehler. Natürlich versucht man immer, eine Maschine so genau wie möglich zu machen, aber in der Mechanik gibt es ja die Grundregel, so genau wie nötig. Also man bekommt dann eben auch, was man bezahlt, und wenn man dann eben eine hochgenaue Maschine will, dann sind da eben dann auch schon die Maschinenfehler, soweit es geht, mechanisch schon kompensiert. Natürlich bleibt immer ein kleiner Restfehler vorhanden, und diesen Restfehler können wir dann mit der Steuerung und mit den ganzen Filtersystemen von Heidenheim, also die lineare Achsfehlerkompensation, die nichtlineare Achsfehlerkompensation und weitere Funktionen, können wir diesen Fehler nochmal nach unten reduzieren, damit wir dann auf dem Werkstück eine möglichst gute, genaue Oberfläche bekommen, die aber trotzdem noch mit in einer akzeptablen Fräszeit bearbeitet wurde oder erstellt wurde. Natürlich sehen wir erst am Ende an unserem Werkstück, wie die ganze Prozesskette, diese ganze Fertigungsprozess hier funktioniert. Weil am Werkstück sehen wir dann, wie die Maschine arbeitet, ob die ganze Regelungstechnik funktioniert, ob mein Kinematikmodell passt oder ob ich beispielsweise durch Veränderungen meiner Mittelpunkte der Rundachse auch Veränderungen auf der Oberfläche sehe. Dann sehe ich auch, ob mein ganzer Postprozessor stimmt, also ob da die Programmausgabe auch richtig gemacht wurde. Dann natürlich die Strategiewahl im CAM-System. Also da kommt es auch sehr viel darauf an, wie das Werkstück aussieht, je nachdem, wie ich die Strategien im CAM-System wähle. Also es ist nicht immer 5-Achs simultan das Beste. Da muss man halt immer schauen, dass man für die jeweilige Fläche immer den besten Bearbeitungsprozess nimmt. Die ganze Kette funktioniert natürlich nicht, wenn ich schon Fehler in der Konstruktion habe und beispielsweise das Programm nicht sauber konstruiert ist und hier einfach zu viele überlagernde Flächen drinnen habe, dann muss ich da eben auch schon schauen, an was diese Fehler, die ich dann am Werkstück sehe, in meinem Fertigungsprozess, wo die herkommen. Und da kommt natürlich auch sehr viel Erfahrung mit rein. Da muss man dann auch den Maschinenhersteller, den Steuerungshersteller oder auch den CAM-Hersteller mit ins Boot holen und einfach zusammen schauen, warum wird denn aktuell mein Werkstück nicht so gefräst, wie es sein soll. Oder man nutzt eben auch schon Funktionen, die auf der Steuerung vorhanden sind, um auf diese Gegebenheiten Einfluss zu nehmen. Da kommen wir jetzt einmal zu den Ausgabeformen von NC-Programmen. Dafür ist eigentlich der Postprozessor verantwortlich. Da gibt es natürlich den Klartext. Der Klartext, der wurde vor 25 Jahren, das stimmt schon gar nicht mehr, also eigentlich Klartextsteuerungen gibt es von Heidenheim seit 1976. Also doch schon eine lange Zeit, und in dieser Zeit hat dieser Klartext bei Heidenheim Steuerungen sich einfach als werkstattorientierte Programmiersprache durchgesetzt. Aber nicht nur bei der Werkstattprogrammierung ist der Klartext eine gute Programmform, auch für unsere ganze Formbearbeitung, also für die dreiachsige Bearbeitung genauso auch wie die fünfachsige Bearbeitung. Wir sehen jetzt hier so klassische Satzformate, ein Linearsatz einmal mit drei Achsen und einmal mit fünf Achsen.
Und bei 5 Achsen sollten wir auch immer beachten, damit das Ganze auch das ganze Kinematikmodell und die Werkzeuglängen sauber verrechnet werden, dass wir bei Simultanprogrammen oder bei Anstellprogrammen immer das M128 mit aktivieren. Auf das gehen wir später noch ein, was das M128 denn für eine Funktion ist. Zu beachten bei der Klartextausgabe, ganz wichtig ist die Ausgabe von 4 Nachkommastellen. Also nicht nur 3 Nachkommastellen, sondern auf alle Fälle immer 4 Nachkommastellen ausgeben. Das ist einfach den Hintergrund, die Steuerung rechnet ja das Programm immer wieder durch. Das heißt, wenn Sie NC Start drücken, rechnet die Steuerung voraus und rechnet das ganze Programm durch. Wenn wir jetzt hier nur mit 3 Nachkommastellen ausgeben, dann fehlt der Steuerung eigentlich eine Nachkommastelle zum genauen Berechnen und das sehe ich später auf meiner Oberfläche. Dann, wenn ich so Kreisbewegungen habe, dann sollten diese nicht linearisiert werden, sondern mit Kreisfunktionen von Heidenhain gefahren werden. Diese können dann schneller und flüssiger gefahren werden als diese kleinen linearisierten Kreise. Wenn ich Passungen bearbeiten möchte, dann sollte ich diese Passungen mit radiuskorrigiertem Verfahren setzen, also mit Radiuskorrektur rechts oder links von der Kontur ausgeben lassen, damit ich dann mit den realistischen Werkzeugdaten aus meiner Werkzeugtabelle fahren kann und so auch beispielsweise die Delta-Werte verwenden kann, um mein Programm an die Gegebenheiten anzupassen, damit ich auch immer meine Passungen sicher fräse. Dann gibt es noch die Ausgabe als Vektorenprogramm. Bei Vektoren haben wir 2 unterschiedliche Vektoren. Wir haben einmal den N-Vektor, der flächennormalen Vektor. Dieser Vektor ergibt sich aus einer NX, NY und NZ-Komponente. Das ist im Endeffekt unsere Werkzeugradiuskorrektur und zwar ist es der Weg von dem Punkt, wo das Werkzeug schneidet. Also an dem Punkt, wo es bearbeitet, bis zu dem Punkt, an dem das Werkzeug geführt wird. Und dann kann ich beim Vektorenprogramm noch einen T-Vektor mit ausgeben. Dieser T-Vektor ist für die Werkzeuganstellung verantwortlich. Hier wird in den Komponenten TX, TY und TZ die Anstellung des Werkzeugs beschrieben. Bei der Vektorenprogrammausgabe ist zu beachten, dass man 7 Nachkommastellen ausgeben sollte und dieser N-Vektor, der flächennormalen Vektor, sollte immer senkrecht zu meiner zu bearbeitenden Fläche stehen. Was sind die Vorteile der Vektorenausgabe? Ich habe eine maschinenneutrale Programmausgabe. Durch das, dass ich einen T-Vektor habe, der mit TX, TY und TZ beschrieben wird, stehen ja keine Rundachsen drinnen, also steht keine A-Achse, keine B-Achse, keine C-Achse drinnen. Die Maschine bekommt vom Programm die Aufgabe, den T-Vektor zu realisieren. Und zwar den über TX, TY und TZ, die Anstellung soll sie realisieren. Die Steuerung schaut dann in die Kinematikbeschreibung, was hat sie für Rundachsen zur Verfügung und realisiert mit diesen Rundachsen dann den vorgegebenen Vektor. Somit ist mein NC-Programm maschinenneutral und kann auf den Maschinen laufen, die dann auch die passenden Rundachsen, also vielleicht dann 2 Rundachsen dazu haben. Außerdem können wir mit der Vektorenausgabe die 3D-Radiuskorrektur nutzen. Mit der 3D-Radiuskorrektur kann ich meine Werkzeugdaten an die reellen Bedingungen anpassen. So habe ich beispielsweise mein Programm berechnet für einen Kugelfräser mit dem Radius 5. Diesen Kugelfräser habe ich aber aktuell nicht an der Maschine, sondern nur einen Kugelfräser mit dem Radius 4,9. Also kann ich mein Programm einfach anpassen, indem ich im Tool Call schreibe, das Werkzeug aufrufen und dann über DR2 minus 0,1 passe ich mein Programm einfach an das Werkzeug an. Diese Delta Radius 2 minus 0,1 bewirkt, dass der Fräser 1/10 näher an meine Kontur ranfährt und ich somit, obwohl ich eigentlich mit einem kleineren Werkzeug arbeite, die richtige Kontur fräse. Und mit der
Programmierung oder mit dem Vektorenprogramm kann ich auch die Funktion oder die Option 3D-Toolcom verwenden. Hier können wir unseren Kugelfräser oder unseren Torusfräser beispielsweise an exakt jeder Position am Radius, also die gebe ich vor, an wie vielen Messpunkten ich diesen Radius vermessen möchte, kann ich mein Werkzeug vermessen, das wird in der Tabelle hinterlegt und die Steuerung liest dann aus, in welchem Winkel oder mit welcher Anstellung arbeitet momentan mein Werkzeug, welchen Punkt fräst der Kugelfräser und so kann für jeden Punkt die exakte Kompensation hinzugezogen werden. Und so kann man eben Ungenauigkeiten am Werkzeug durch eine Softwarefunktion kompensieren. Grundsätzlich ist bei einer Programmausgabe, bei so einer Post-Prozessor-Anpassung zu beachten, wie vorher schon gesagt, die Verwendung von der Gliederung, Vorschübe über Q-Parameter, dass ich, wenn ich hier Anpassungen machen kann, das Ganze nur in einem Satz anpassen muss und die Vorschübe dann übernommen werden. Dann Verwendung von Unterprogrammen, sogenannten Labels fürs Freifahren, fürs Rücksetzen, für Bearbeitungspositionen. Auch die Anwendung von Heidenheim-Zyklen, also ein Bohrzyklus oder Bohrfräsen, ist sicherlich im Postprozessor sinnvoll, damit man hier auch die Zyklen von Heidenheim verwenden kann und auch als Bediener an der Maschine noch ein bisschen aufs Programm Einfluss nehmen kann. Angestellte Bearbeitungen, also 3 plus 2 Achsbearbeitungen, sollten grundsätzlich über eine Plane-Funktion, also Bearbeitungsebene schwenken, realisiert werden. Hier sollte der Zyklus 19 vermieden werden, da der Zyklus 19, wenn man beispielsweise spiegelt, nicht die Rundachse mitspiegelt. Bei der Plane-Funktion ist es aber so. Passungen mit Radiuskorrektur ausgeben. Wenn ich mein Werkzeug anstelle oder Simultanprogramme fahre, sollte ich grundsätzlich diese Anstellungen über die Funktion M128 oder TCPM, Tool Center Point Management, kompensieren. Diese beiden Funktionen, auf die gehen wir später noch ein. Und auch ein wichtiger Punkt auf der Steuerung ist die Simulation. Natürlich, jedes CAM-System bietet eine Simulation an, bietet eine Maschinensimulation an. Allerdings wird hier immer nur der NC-Programm-neutrale Teil simuliert. Es wird ja nicht exakt das simuliert oder so simuliert, wie Heidenheim das Ganze bearbeiten würde. Und deswegen ist die Simulation auf der Steuerung sehr wichtig. Dazu hat der Heidenheim jetzt auch einen großen Schritt nach vorne gemacht mit der Grafik der neuen NC-Kernsteuerungen, wo man wirklich detailgetreu Bearbeitungsspuren findet, wie man sie später auch auf dem Frästeil finden kann und so darauf reagieren kann. Aber auch eine Verfahrbereichsüberwachung kann ich mit dem Programmtest abarbeiten lassen. Und zwar, indem ich meinen Teil in meinem manuellen Betrieb aufspanne und antaste, also den Bezugspunkt setze. Anschließend wechsle ich in meinem Programmtest, gehe auf Rohteil im Arbeitsraum, also erst Mode, dann Rohteil im Arbeitsraum. Und dann kann ich dieses Maschinensymbol drücken. Und dann übernimmt mir der Programmtest die aktuelle Aufspannung aus meinem aktuellen Preset, von meiner aktuellen Preset-Zeile. Dann kann ich meinen Teil testen und bin so auf der sicheren Seite, wenn ich ein sehr lang laufendes Programm habe, dass das Programm nicht irgendwann wegen einer Endschalter-Fehlermeldung stehen bleibt, weil ich das Teil aus Versehen 3 mm zu weit rechts gespannt habe. Und so kann ich einfach das umgehen, dass ich hier mein Programm mitten in der Nacht stehen bleibt und nicht durchläuft. Ein wichtiges Thema bei Heidenheim ist die Bewegungsführung. Für die Bewegungsführung sind wir sehr bekannt, deswegen werden Heidenheim-Steuerungen sehr viel auch im Formenbau angebaut. Für die Bewegungsführung ist bei Heidenheim der Interpolator verantwortlich. Der Interpolator ist ein Modul, der das komplette Programm vorausliest. Das heißt, sobald Sie den NC-Start-Knopf drücken, beginnt die Steuerung schon mal voraus zu eilen und liest die ganzen Sätze, die kommen, schon mal durch. Das sind bis zu 1024 Sätze. Allerdings muss man diesen
Interpolator nicht voll ausnutzen mit diesen 1024 Sätzen. 512 Sätze sind vollkommen ausreichend. Was macht die Steuerung jetzt mit diesen 512 Sätzen beispielsweise? Sie schaut einfach, wie sieht die Kontur aus. Also was habe ich für Richtungsänderungen, wie verläuft die Kontur in meinen verschiedenen Achsen. Und je nachdem, wir sehen es oben in diesem Diagramm, wie die Kontur aussieht, also die orange Bahn ist meine Kontur, die schwarze Bahn drunter ist das Geschwindigkeitsprofil der X-Achse. Und je nachdem, wie die Kontur aussieht, wird an Punkten, wo zum Beispiel eine Richtungsänderung ist, wird abgebremst oder an Punkten, die ineinander tangential übergehen, wird dann mehr Gas gegeben, also der Vorschub erhöht, und so passt die Steuerung, je nachdem, was ich für Ruckwerte, für Beschleunigungswerte in den Maschinenparametern hinterlegt habe, meine endgültige Fräsbahn an meine Kontur an. Und so bekomme ich eine saubere, gleichmäßige Oberfläche. Bei der ITNC 530 kann ich das Ganze in den Maschinenparametern einstellen. Bei der 640 kann ich das Ganze nicht mehr einstellen. Da habe ich einfach eine zyklische Vorausberechnung. Bei der TNC 640 haben wir noch eine weitere Funktion, und zwar ist es die Funktion ADP, Advanced Dynamic Prediction. Hier geht es speziell darum, wenn ich eine unzureichende Punkteauflösung speziell in benachbarten Bahnen habe. Wir sehen hier unten, das sind zwei so Wellen, und diese Wellen werden einfach mit einer Hin- und Herbewegung bearbeitet. Also einmal wird von links nach rechts gefräst und einmal von rechts nach links. Das hat natürlich zur Folge, dass wenn wir uns die Bahnen oben drüber anschauen, die Punkte von einer Bahn zur nächsten Bahn, die unterscheiden sich sehr stark. Das sehe ich auf meiner Oberfläche durch diese Einschläge, die ich habe. Das ist einfach, weil die eine Bahn, der Punkt an dem Übergang an der einen Position liegt und bei der anderen Bahn an einer anderen Position liegt. Und so bekomme ich diese Einschläge. Die Bahnen schauen einfach zueinander ungleichmäßig aus. Durch ADP kann ich das Ganze kompensieren. Das heißt, die Steuerung rechnet das Ganze voraus, berechnet die optimale Geschwindigkeit, damit sich der Werkzeugführungspunkt, dieser TCP, gleichmäßig bewegt und das auch für benachbarte Bahnen. Und so bekomme ich eine bessere Oberfläche. ADP ist keine Option. Sie ist standardmäßig auf der TNC 640 installiert und man kann sie über die Maschinenparameter einstellen, wie sie arbeiten soll. Ein weiteres Thema bei der Bewegungsführung ist die Kampagne Dynamic Precision. Da geht es jetzt von unserer Seite darum, dass wir schauen, dass wir mit einer noch schnelleren Fräszeit die gleiche Oberflächenqualität haben mit einer besseren Genauigkeit. Und da hat Heidenhain verschiedene Softwareoptionen entwickelt, die man dann dazu verwenden kann, um Programme zu verbessern. Das ist zum Beispiel die Crosstalk Compensation, die Active Vibration Damping oder Load Position und Motion Adaptive Control. Das sind verschiedene Optionen, die man sich auch bei Heidenhain anschauen kann, und die bewirken im Endeffekt Folgendes. Ich kann bei gleicher Oberflächengüte schneller fahren, schneller fräsen. Das ist ja das, was wir eigentlich haben möchten. Ich möchte ja mein Bauteil schneller gefräst haben. Und wir haben jetzt hier so ein Hoovercraft als Beispielwerkstück. Und da haben wir jetzt in den verschiedenen Bereichen eine große Zeitersparnis gehabt. Bis zu 10% bei dieser vorderen Turbine, 7% bei der hinteren Turbine und 8% bei der Frontpartie. Und das Ganze nur durch die Optionen von Dynamic Precision. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie auch gerne bei uns auf die Homepage kommen und sich das Ganze mal in der technischen Information anschauen. Oder Sie besuchen uns einfach nächste Woche auf der Euromold in Frankfurt und da können wir uns das ganze Thema auch an den Werkstücken anschauen. Für die 5-Achs-Bearbeitung stellt Heidenhain oder die Heidenhain-Steuerungen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Die erste Funktion ist die sogenannte TCPM-Funktion, also das Tool Center Point Management. Mit dieser
mit diesem Tool Center Point Management können wir im Endeffekt, wenn sich eine Rundachse bewegt, den Winkel, wie sich die Rundachse bewegt, kompensieren, sodass das Werkzeug am Werkstück dran bleibt. Das heißt, wenn sich die Rundachse bewegt, machen die Linearachsen eine Ausgleichsbewegung, um meinen Werkzeugeingriffspunkt gleich zu behalten. Das kann ich jetzt beispielsweise mit M128 oder der Funktion TCPM programmieren. Das sieht so aus, wir haben jetzt einmal einen Beispielsatz, das ist einmal eine Anstellung ohne M128. Also wir wollen in X 100 mm fahren und dabei die B-Achse um 30 Grad ins Minus anstellen. Wenn ich das Ganze ohne M128 oder TCPM programmiere, dann fährt die Achse in X 100 mm und die B-Achse dreht sich auf 30 Grad. Allerdings dreht sie nicht über die Werkzeugspitze, sondern sie dreht um ihren mechanischen Drehpunkt. Somit bewegt sich das Werkzeug von meiner Kontur weg und ich habe die falsche Kontur und der Vorschub ist auch falsch, weil der Vorschub wird hier oben für die Achse berechnet. Wenn ich das Ganze mit M128 mache, sieht man schon den Unterschied. Die Werkzeugspitze beschreibt nun eine Gerade. Also mein Werkzeugbezugspunkt beschreibt eine Gerade. Und zwar hier diese 100 mm. Um das zu realisieren, während ich die B-Achse um 30 Grad anstelle, muss natürlich eine Ausgleichsbewegung geschehen. Diese Ausgleichsbewegung wird bei der B-Achse beispielsweise durch die X- und die Z-Achse realisiert. Somit ist der Startpunkt und der Zielpunkt richtig, die Kontur ist richtig und auch der Vorschub passt. Und somit kann ich mein Programm sauber fräsen. So, die Funktion M128 programmiere ich einmal am Anfang von meinem Programm mit rein. Da werden dann alle Bewegungen von meiner Rundachse über eine Ausgleichsbewegung der Linearachse kompensiert. M129 setzt das M128 zurück. Ich kann hinterm M128 noch einen Vorschub eingeben. Dieser Vorschub begrenzt mir dann alle meine Ausgleichsbewegungen, damit diese nicht mit einem zum Beispiel Eilgang durchgeführt werden. Oder ich kann auch über die Maschinenparameter einstellen, dass sich der Vorschub entweder aus der Interpolation aller beteiligten Achsen oder auf meine Werkzeugspitze beziehen soll. Da kann man hier noch ein bisschen was einstellen, allerdings über die Maschinenparameter. Das war der Grund für die Weiterentwicklung zum TCPM, zum Tool Center Point Management. Das finde ich unter den Special Functions, Programmfunktionen, Function TCPM. Im Function TCPM kann ich drei Eingabeparameter definieren. Als erstes definiere ich die Wirkungsweise des Vorschubs. Das kann ich auch beim M128 machen, und zwar über die Maschinenparameter. Allerdings muss ich dann immer in die Maschinenparameter reingehen und das Ganze umstellen. Mit der Function TCPM kann ich das Ganze im Programm, je nachdem, was ich brauche, anpassen. Und zwar kann ich hier auswählen, einmal zwischen der Funktion FTCP und einmal der Funktion FCONT. Bei FTCP wird der Vorschub nur auf die Werkzeugspitze bezogen. Das heißt, wenn ich jetzt an meiner Werkzeugspitze eine sehr kleine Strecke fahre, allerdings mit der Rundachse eine sehr große Bewegung mache, dann kann es sein, wenn ich diesen Vorschub nicht begrenzt habe, dass er mir diese Bewegung von der Rundachse mit Eilgang macht. Das ist ja erstmal nicht so schlimm für meine Bearbeitungszeit, weil ich will ja möglichst schnell fräsen. Allerdings sehe ich dann dieses schnelle Umschalten an meiner Kontur, an meiner gefrästen Oberfläche. Um dieses schnelle Umschalten mit Eilgang zu vermeiden, kann ich den F-Cont verwenden. Dann wird der Vorschub achsanteilig auf die beteiligten Achsen zerlegt. Also je nachdem, was für eine Achse gerade aktiv ist, bekommt diese dann den programmierten Fräsvorschub. Und so vermeide ich diese schnellen Umschaltbewegungen. Dann gibt es einen Eingabeparameter, das kann ich mit M128 nicht realisieren, und zwar die Interpretation von meinen Drehachskoordinaten. Also was soll die Steuerung mit meinen programmierten Rundachskoordinaten machen? Einmal ist Axis Position
Das heißt, dass die nachfolgenden Rundachskoordinaten als Achswinkel interpretiert werden. Das ist eigentlich so das gleiche Verhalten, wie ich mit M128 auch habe. Mit Function TCPM Access Spatial kann ich dann vorgeben, dass die nachfolgenden Rundachskoordinaten Raumwinkel sind. Das heißt, dann interpretiert die Steuerung diese Koordinaten als Raumwinkel und berücksichtigt dabei zum Beispiel eine Grunddrehung. Das heißt, wenn ich mein Werkstück angetastet habe mit einer Grunddrehung, kann ich anschließend mein Programm starten und diese Grunddrehung wird dann über meine C-Achse beispielsweise kompensiert. Und der dritte Eingabeparameter, das kann ich auch beim M128 nicht eingeben. Das ist die Interpolationsart zwischen der Start- und Zielposition. Und zwar unterscheiden wir hier einmal zwischen dem klassischen Stirnfräsen mit einem Kugelfräser, wo abgezeilt wird, und mit dem Umrissfräsen. Also wenn ich mit der Mantelfläche eines Schaftfräsers beispielsweise einen Umriss fräse. Da können wir unterscheiden zwischen Path Control Axis und Path Control Vector. Bei Path Control Vector schaut die Steuerung exakt, dass die Anstellung des Werkzeuges, die vorgegebene Anstellung, eingehalten wird, auch wenn sich Rundachsen verändern. Und damit dann macht sie auch eine Ausgleichsbewegung, damit meine Fräskontur dann auch zusammenstimmt. Function TCPM kann ich über die Funktion Reset TCPM zurücksetzen oder ich kann auch M129 programmieren. Also die Reset-Funktion vom M128 setzt auch beispielsweise die TCPM-Funktion wieder zurück. Das muss ich zum Beispiel machen, bevor ich einen M91-Satz verfahre oder bei manchen Maschinenherstellern muss man das vorm Tool-Call-Aufruf machen, dass ich das Ganze zurücksetze. Sehr bekannt, wenn man schon ein paar Programmausgaben mit dem Postprozessor über das CAM-System gemacht hat, ist der Zyklus 32. Der Zyklus 32 ist ein Zyklus von Heidenhain, um die Genauigkeit, Oberflächengüte und Geschwindigkeit von meinem Fräsprogramm zu beeinflussen. Und zwar ist es so, dass wir ja einmal hier unten dieses Bild haben mit der schwarzen Kontur. Also auf der linken Seite, die schwarze Kontur ist meine Sollbahn, meine Werkstückkontur. Das ist das, was das CAD-System vorgibt. Das CAM-System geht her und legt an diese Soll, an meine Sollbahn diese orange Bahn mit dran. Also sie linearisiert mir meine Sollbahn. Und zwar mit einem Sehnenfehler oder Sehnentoleranz. Diese Toleranz kann ich in meinem CAM-System einstellen. Das ist im Endeffekt die Toleranz, wie weit sich diese CAM-Kontur von meiner Original-Werkstück-CAD-Kontur wegbewegen darf. Das sollten nicht mehr wie 50% von meiner Werkstück-Toleranz sein. Denn die anderen 50% brauchen wir dann auf unserer Steuerung. Denn wir können mit dem Zyklus 32 über den Toleranzwert einen Wert eingeben, indem wir der Steuerung erlauben, die Kontur zu verrunden. Und zwar müssen wir uns das vorstellen wie eine Formel 1 Rennbahn. Die orange Bahn ist die Ideallinie. Das heißt, es ist so breit wie unser Formel 1 Auto. So, jetzt wäre es natürlich, wenn die Bahn nur so breit wäre wie unser Formel 1 Auto, müssen wir sehr langsam fräsen und wir müssen auch an jedem Punkt exakt anhalten, um das Auto wieder auszurichten, damit wir dann die nächste Bahn fahren können. Um das Ganze, das hätte dann Auswirkungen auf meine Oberflächengüte und auf die Geschwindigkeit, weil ich an jedem Punkt sauber stoppen müsste, damit ich mich dann wieder auf die neue Gerade ausrichten könnte. Der Zyklus 32 verbreitert im Endeffekt meine Bahn. Und so kann ich dann auch, wie wir es in der Formel 1 kennen, auf meiner Ideallinie fahren. Und wenn ich jetzt hier an eine Ecke komme, kann ich diese Ecke leicht verrunden. Dafür kann ich aber schneller fahren und meine Oberfläche wird besser. Und das kann ich mit dem Zyklus 32 beeinflussen. Also durch die Anwendung des Zyklus 32 kann ich mein Programm flüssiger machen.
dass es flüssiger läuft und dass meine Oberfläche dadurch auch verbessert wird. Natürlich, umso größer ich diese Toleranz im Zyklus 32 wähle, umso mehr leidet eigentlich meine Genauigkeit, weil umso mehr werden Punkte verrundet und da muss ich halt immer diesen Zwischenweg finden. Dann kann ich noch zwischen einem HSC-Modus 0 und 1 umschalten. Der ist bei aktivem HSC oder Advanced HSC-Filter, je nach Maschinenhersteller, verantwortlich für mein Verhalten, wenn ich schrubben oder wenn ich schlichten will. Und dann habe ich noch einen Eingabeparameter, das ist der Eingabeparameter TA, Toleranz für Drehachsen. Das ist vor allem bei 5-Achs-Bearbeitungen, bei Simultanbearbeitungen sinnvoll, um der Steuerung ein etwas größeres Positionierfenster für die Anpositionierung der oder für die Anstellungen der Rundachsen zu geben. Somit mache ich mein Programm auch wieder flüssiger. Bei diesem TA sollte ich eine Toleranz von 0,2 Grad, die ist vollkommen ausreichend. Also da nicht irgendwo mit 5 bis 10 Grad, das bringt auch nicht mehr. Einfach hier eine Toleranz, maximal 0,2, mehr Toleranz bringt dann auch nicht mehr Erfolg. So, der Zyklus 32 ist auch sehr stark dafür verantwortlich, in was für einem Bereich ich mich bewegen möchte. Und zwar gibt es hier diese drei verschiedenen Bereiche. Es gibt einmal den Bereich, wo ich sehr schnell bearbeiten will, die Schrubbearbeitung. Da will ich sehr viele Späne haben in sehr kurzer Zeit. Also muss ich hier schnell bearbeiten. Das ist eine große Zyklus 32 Toleranz. Ich sollte Maschinenparameter Einstellungen verwenden, die höhere Rücke und Beschleunigung haben. Und mein NC-Programm kann eine größere Satzlänge haben, weil ich weniger Punkte benötige. Dafür habe ich aber auch eine schlechtere Oberfläche. Das ist mir aber egal. Ich lasse ein Aufmaß und das wird dann beim Schlichten weggearbeitet. Also beim Schrubben wollen wir ganz klar in der schnellen Ecke sein. Beim Schlichten, da ist es immer so ein Zwischending, was ich eigentlich haben will. Möchte ich einmal eine genaue Bearbeitung haben oder möchte ich eine schöne Oberfläche haben? Das ist jetzt nicht immer das, dass ich sage, wenn ich eine genaue Oberfläche habe oder eine genaue Bearbeitung habe, dann habe ich ja gleichzeitig auch eine schöne Oberfläche. Wenn ich eine genaue Oberfläche haben will, dann heißt es ja auch, dass ich die Eckpunkte exakt anfahren muss. Das heißt, da soll ein Genauhalt sein. Das heißt aber auch, dass die Steuerung abbremsen muss und danach den Fräser wieder beschleunigen muss. Und das hat aber zur Folge, dass dadurch die Oberflächenqualität nicht mehr so sauber ist, wie wenn ich auf meine Präferenz, auf meine Oberflächenqualität lege. Und da muss ich halt immer schauen, wo ich mich im Schlichten befinden möchte, wo ich da hinkommen will. Da bin ich irgendwo zwischen sauber und genau. Dafür nehme ich natürlich in Kauf, dass das Ganze länger dauert. Dann gibt es ein paar Funktionen, um NC-Programme zu beeinflussen. Beispielsweise, wenn ich, wie wir hier sehen, so eine Fläche habe, wo zwei Punkte relativ knapp hintereinander kommen. Das kann jetzt beispielsweise davon kommen, dass ich bei der Polygonmodellierung mit meinen Dreiecken nicht sauber gearbeitet habe und hier zwei Dreiecke überlappen. Um das Ganze jetzt zu kompensieren, programmiere ich einfach am Anfang von meinem Programm ein M124 mit einer Toleranz. Diese Toleranz ist im Endeffekt der minimale Punktabstand. Jeder Punkt, der innerhalb von diesem minimalen Punkteabstand liegt, wird einfach ignoriert. Es wäre dann hier dieser zweite Punkt, der wird ignoriert und dadurch kann ich eine saubere Fläche fräsen. Also mit M124 und der Toleranz kann ich einfach so doppelte Punkte an der Fläche einfach übergehen. Dann gibt es die Handradüberlagerung M118. Mit der Handradüberlagerung kann ich mein Programm verändern. Und zwar während es läuft. Das heißt, ich definiere am Anfang von meinem Programm mit M118 eine Strecke in X, Y, Z, A, B, C, je nachdem, was ich haben will. Wenn das Programm läuft, kann ich dann über mein Handrad einfach hergehen und
meine programmierte Kontur im Bereich dieser angegebenen Längen verändern. Also wenn ich in x 10 mm angebe, dann kann ich von meiner programmierten x-Koordinate plus minus 10 mm mit dem Handrad hin und her kurbeln. Diese Handradüberlagerung wird beispielsweise verwendet, wenn ich mit angestellten Werkzeugen arbeite, also angestellt eine Freiformfläche abzeile und ich merke, dass mein Fräser stumpf wird an der Position, wo er schneidet. Dann habe ich meine Handradüberlagerung, beispielsweise über die B-Achse. Ich aktiviere mein Handrad und kann dann den Eingriffswinkel der B-Achse verändern. Dabei sollte natürlich M128 aktiv sein, dass das Ganze auch über den Werkzeugbezugspunkt gemacht wird. Und somit kann ich dann während dem Eingriff meine Anstellung verändern, um wieder einen neuen Schnittpunkt an meinem Werkzeug zu haben, damit ich das Ganze auch wieder sauber weiter bearbeiten kann. Dann ein wichtiges Thema auch bei der Steuerung, bei den TNC-Steuerungen, die Satzverarbeitungszeit. Und zwar von der Satzverarbeitungszeit ist der maximal mögliche Vorschub abhängig. Und zwar hängt der einmal an der Satzverarbeitungszeit, das ist für einen unkorrigierten Satz 0,5 Millisekunden. Also 0,5 Millisekunden braucht die Steuerung, um diesen Satz zu berechnen. Und für den maximalen Vorschub ist dann auch der Punkteabstand vom NC-Programm wichtig. Und zwar ist das die Formel, wie man hier sieht, der Punkteabstand mal 1000 mal 60 durch die Satzverarbeitungszeit in Millisekunden ergibt meinen maximal möglichen Vorschub. Da habe ich jetzt mal so ein Beispiel mit reingebracht. Bei einem Punkteabstand von 0,2 mm wäre das ein maximal möglicher Vorschub von 24.000 mm pro Minute. Und das ist dann schon ein Vorschub, mit dem man ordentlich fräsen kann. Man sieht aber auch, wenn man jetzt beispielsweise hergehen würde und einen sehr kleinen Punkteabstand wählen würde, wenn man sich sagt, ich mache eine sehr kleine Sehnentoleranz in meinem CAM-Programm, das ist nicht immer das Gelbe vom Ei dann. Natürlich wird meine Kontur dann genauer abgelegt vom CAM-Programm. Allerdings bekomme ich dadurch eine sehr kleine Punkteabstände. Und kleine Punkteabstände heißt dann wieder, dass sich auch irgendwo mein maximaler Vorschub daraus dann resultiert. Und wenn man jetzt dann ein Programm hat, da wo die Steuer oder wo das Werkzeug fräst, dann immer wieder stehen bleibt, dann wieder fräst und wieder stehen bleibt, dann kann es beispielsweise daran liegen, dass man einfach einen zu kleinen Punkteabstand hat und dass die Steuerung mit dem Rechnen nicht mehr nachkommt. Also da muss man sich einfach mal schauen, was habe ich denn für einen Punkteabstand und was verwende ich denn für einen maximalen Vorschub. Das ist vor allem bei älteren Steuerungen, wie bei der 426, 430, die hat ja nur 4,6 Millisekunden maximale Satzverarbeitungszeit. Da wird es dann schon mit dem Vorschub, also für ein HSC-Programm, kritisch. Dann das Thema Sturzfräsen. Wenn man beispielsweise das Werkzeug über eine Plane-Funktion auf eine Fläche angestellt hat und diese abzeilen will, dann ist es ja sehr schlecht, wenn ich mit einem senkrecht auf der Fläche draufstehe, weil dann habe ich an meinem Kugelfräser unten, da habe ich keine Schnittgeschwindigkeit. Ich möchte ja, dass er mit der seitlichen Fläche arbeitet, damit ich eine Schnittgeschwindigkeit bekomme. Dieses Sturzfräsen kann ich entweder über ein inkrementales Verfahren von der Drehachse programmieren oder über einen normalen Vektor. Ist einfach ganz einfach, nachdem ich mein Werkzeug angestellt habe, aktiviere ich es M128, also nachdem ich es geschwenkt habe, aktiviere ich es M128 und kann dann einfach über eine inkrementale Programmierung der Rundachse das Ganze nochmal anstellen. Dann gibt es bei der Steuerung noch einen zweiten Lookahead und zwar ist dieser Lookahead des M120. Wir haben beispielsweise eine Kontur aus einem DXF-File abgegriffen und möchten jetzt diese Kontur vorfräsen mit einem größeren Fräser. Also eigentlich ist der Fräserradius zu groß für diese Kontur. Wenn wir das Programm nun ablaufen lassen, bringt die Steuerung die Fehlermeldung Werkzeugradius zu groß, weil sie, wenn sie die Kontur mit diesem großen Werkzeug fräsen würde, Konturteile beschädigen würde. Das macht sie nicht, sie gibt mir eine Fehlermeldung aus. Ich möchte das aber trotzdem machen und dazu kann ich das M120 nutzen. Das M120, hinterm M120 gebe ich über den Parameter LA, steht für Lookahead, die
Zahl der vorauszuberechneten Sätze ein. Das kann ich bis zu 99 Sätze eingeben. Üblicherweise macht man irgendwas zwischen 5 und 10 Sätze. Ist natürlich umso weniger, umso besser, damit ich das ganze Programm hier durchlaufen lassen kann. M120 macht dann Folgendes. Diese Sätze werden dann einfach ignoriert und die Steuerung gibt keine Fehlermeldung aus, solange sie in dem Bereich, wo ich den LA definiert habe, sich befindet. M120 funktioniert nur mit einer aktiven Radiuskorrektur, also RL oder RR. Und das kann ich dann verwenden. Ich kann es auch verwenden, um beispielsweise, wie man hier in diesen grauen Bereichen sieht, so kleine Überschneidungen oder Hinterschneidungen zu kompensieren, ohne dass ich eine Werkzeugradius zu groß Fehlermeldung bekomme. Wird beispielsweise auch im Zyklus 25, im Konturzug, findet das Verwendung, weil auch der würde mir ja die Kontur durchfräsen, ohne dass er mir eine Fehlermeldung wegen einem zu großen Werkzeugradius ausgibt. Auf der vorhergehenden Folie, da wo wir dieses Dreieck gehabt haben mit schnell, genau und sauber, ist ja oft drinnen gestanden, aktivieren von Maschinenparameter-Teildateien mit höheren Ruckwerten und Beschleunigungswerten oder niedrigeren Ruckwerten. Das ist natürlich für den Endanwender sehr schwierig, so eine Teildatei zu aktivieren, weil man kann ja nicht einfach in die Maschinenparameter reingehen und gewisse Maschinenparameter umstellen. Um dieses für den Endanwender einfach zu machen, haben wir den Tuning-Zyklus bei Heidenheim. Das ist jetzt ein Name, so wie wir den bei uns im Basis-PLC-Programm nennen. Den gibt es bei sehr vielen Maschinenherstellern auch. Da hat er oft einen anderen Namen oder auch eine andere Nummer. Im Endeffekt macht er immer das Gleiche. Wir haben verschiedene Maschinenparameter-Teildateien, die je nachdem, ob ich genau fräsen will, ob ich eine schöne Oberfläche haben will oder was ich für eine Geschwindigkeit oder ob ich eine höhere Geschwindigkeit fräsen will, die passenden Maschinenparameter aktivieren. Und zwar mache ich das an unserem Zyklus so, das ist einfach ein Eingabeparameter. Da kann ich eingeben, 0 ist Standard, also die gleichen Einstellungen wie im normalen Maschinenparameter Hauptdatei. Dann kann ich wählen 1 für Genauigkeit, 2 für Oberflächengüte und 3 für Geschwindigkeit. Und im Hintergrund werden dann Maschinenparameter Teildateien aktiv geschalten und die Maschine verhält sich dann ganz anders da. Also entweder verfährt sie, wenn ich jetzt beispielsweise 3 aktiviere, verfährt sie aggressiver, schneller. Dafür bekomme ich aber auch eine schlechtere Oberfläche mit einer schlechteren Genauigkeit. Fürs Schlichten kann ich dann meine genaue oder gute Oberfläche verwenden. Da kann ich mich ja dann entscheiden. Und je nach Hersteller unterscheiden sich auch, also Maschinenhersteller, unterscheiden sich auch die Eingabeparameter. Manche haben auch noch die Tischbeladung mit drinnen, also wenn die Rundachsen im Tisch sind, dass sie hier zum Beispiel sagen, ist der Tisch schwer beladen oder leicht beladen oder mittelschwer beladen. Wir haben hier so ein Beispielwerkstück, das ist ein Kegel mit einer großen Fläche und mehreren kleinen Flächen. Wir sehen jetzt hier mal die Unterschiede zwischen den einzelnen Zyklus 332, also zwischen diesen Tuning-Zyklus-Einstellungen. Das sieht man einmal am Werkstück, wie stark das dann im Endeffekt verrundet ist und wo man sehr schön sieht, ist auch an den Fräszeiten. Also wenn ich jetzt die Schruppen schaue, das ist die schnellste Fräszeit, 2 Minuten 29. Wenn ich dagegen genau anschaue, da habe ich 4 Minuten 43, weil er einfach an jedem Übergang wirklich genau stehen bleiben muss und das resultiert halt dann in einer längeren Fräszeit. Und das kann ich einfach steuern, indem ich nur diesen Tuning-Zyklus programmiere und über 0 bis 3 meine Einstellungen treffe. Was natürlich in den Maschinenparametern im Hintergrund in den Teildateien steht, das ist dann Aufgabe vom Maschinenhersteller, der das Ganze dann an ihre Bauteile genau optimiert und die Maschine genau dahin bringt, wo sie haben möchten. Es gibt neben der Handradüberlagerung, die muss ich ja ins Programm reinschreiben, noch die Option Global Settings, globale Programmeinstellungen. Das ist im Endeffekt eine Maske, ein Formular, das ich über mein Programm drüber lege und mit diesem Formular oder mit dieser Option kann ich verschiedene Einstellungen am Programm verändern.
Ich kann beispielsweise Achsen tauschen, ich kann eine Nullpunktverschiebung programmieren, ich kann eine Handradüberlagerung eingeben, ohne dass ich dabei das Programm verändern muss. Das Programm wird nicht verändert, es wird lediglich der Ablauf verändert. Und ich habe auch eine Limit-Ebene zur Verfügung. Limit-Ebene heißt, wenn ich ein Bauteil habe, das ich nur in einem gewissen Bereich nachbearbeiten will, dann kann ich über die Limit-Ebene diesen Bereich eingrenzen. Das heißt, in der Realität ist mein Bauteil in X 200 mm lang und in Y 300 mm lang. Ich will aber nur einen Bereich von 10 mal 10 mm bearbeiten. Das kann ich dann über diese Limit-Werte programmieren. Und kann die Steuerung bearbeitet dann nur dieses definierte Limit. Alles andere, wenn die Steuerung dann an den Rand des Limits kommt, wird im Endeffekt auf den Sicherheitsabstand hochgefahren, auf die nächste Bahn positioniert und wieder weitergefahren. Also so kann ich Konturbereiche, die ich beispielsweise aufgeschweißt habe, nachbearbeiten. Das kann man mit der Limit-Ebene machen. Und dann gibt es die Option Kinematics Opt. Und zwar beim Überblick über den Fertigungsprozess haben wir auch die kinematische Transformation oder die Kinematik-Beschreibung gesehen als eine mögliche Fehlerquelle. Und zwar ist bei der Steuerung im Hintergrund ja immer die Kinematiktabelle hinterlegt. Die legt der Maschinenhersteller fest. In der Kinematiktabelle sind alle Achsen, die die Maschine hat, hinterlegt. Und bei den Rundachsen sind auch die Drehpunkte hinterlegt. Und diese Drehpunkte werden meistens bei der Inbetriebnahme einmal eingerichtet und sind aber dann ständig oder die ganze Zeit, solange die Maschine arbeitet, im Hintergrund abgespeichert. Wenn sich jetzt die Maschine aufgrund von Temperatur oder von einem kleinen Crash verändert, dann bekommt es die Kinematikbeschreibung im Hintergrund gar nicht mit. Das heißt, die Steuerung rechnet dann um einen Punkt, um den sie in Wirklichkeit aber nicht dreht. Und diesen Versatz kann ich dann bei meinen angestellten Bearbeitungen beispielsweise erkennen, wenn ich eine Fläche zuerst mit der einen Anstellung und dann mit der anderen Anstellung bearbeite und ich habe einen Versatz. Dann stimmt meine Kinematikbeschreibung nicht. Um diese Kinematikbeschreibung jetzt einfach anzupassen, gibt es den Tastzyklus oder die Tastzyklen von Kinematics Opt. Da wird einfach anhand von einer Kalibrierkugel, von einer stabilen Kalibrierkugel, meine verschiedenen Anstellungen vermessen und die Steuerung rechnet dann so lange, dass das Ganze dann möglichst gut auf einen Punkt zusammenkommt. Und ändert dabei auch die Mittelpunkte meiner Rundachsen in der Kinematikbeschreibung. Und das erhöht meine Schwenk- und Anstellgenauigkeit. Ich kann Kinematics Opt auch nutzen, um beispielsweise Wechselköpfe abzugleichen oder auch während dem Programm, wenn ich beispielsweise nach dem Vorschlichten noch einmal meine Kinematik an die aktuellen Temperaturgegebenheiten anpassen möchte. Dann kann ich die Kinematik mit Kinematics Opt einfach nochmal sauber nachvermessen und kann dann die Schlichtbearbeitung mit einer zum aktuellen Zustand der Maschine passenden Kinematik abarbeiten lassen. So, das waren jetzt einige Punkte für die Bearbeitung von meinem 3D-Modell bis zum fertigen CNC-Werkstück. Ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann können Sie die gerne in dem Chatfenster unten, in dem Fragenfenster unten eintragen. Da schaue ich jetzt auch mal rein, ob da schon Fragen mit dabei sind. Ich sehe schon ein paar. Okay. So, da haben wir ein paar vom Webinar mit drinnen. Okay, der Markus Müller hat eine Frage gestellt zu den Global Program Settings. Wenn er beispielsweise das Rohteil vom Programmierer 300 mm lang ist und das Rohteil an der Maschine aber 350 mm ist, kann man das Programm so anpassen, dass der Fräser nicht aus Versehen ins Volle fährt?
Genau, für sowas kann man die die Limit-Ebene bei den Global Program Settings auch verwenden, dass ich ihm einfach sage, okay, bearbeite das Teil nur in dem Bereich von x0 bis x300 zum Beispiel. Dann würde er mir nicht aus Versehen, wenn er jetzt beispielsweise mal auf eine Koordinate von x350 fahren würde, dann würde er eben diese Koordinate dann nicht bis 350 fahren, sondern nur bis 300 und würde zur nächsten Bahn weiterstellen. Also ich kann das Ganze nicht nur für 5-Achs-Programme, sondern auch für ganz simple 3-Achs-Programme verwenden. Das Webinar gibt es natürlich auch wieder als File zum Anschauen. Also hier auf der CNC-Arena werde ich das Ganze auch wieder ins Forum reinstellen und das Ganze wird auch wieder auf dem Heidenhain, auf dem YouTube-Kanal von Heidenhain zu sehen sein. Einfach da bei YouTube nach Heidenhain suchen und dann findet man hier auch die entsprechende Aufzeichnung. Okay, ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und wir sehen uns dann dieses Jahr oder wir hören uns dieses Jahr dann noch einmal zum letzten Webinar im Dezember.